eine Plattenbausiedlung nahe der tschechischen Industriestadt Most. Jiří Sieber, Geschäftsmann und politisch engagiert, geht gerade einer Frage nach, die er als besonders brennend empfindet. Was tun mit Roma, von denen es hier seiner Meinung nach viel zu viele gibt? Es werden immer mehr, immer mehr. Die einzige Lösung, die möglich ist, ihre Erbmasse aufzubrechen, in dem Moment, in dem sich das Blut vermischt, und wenn sie immer mehr weißes Blut bekommen, werden sie immer heller und intelligenter. Das ist die einzige Möglichkeit, die das lösen kann. Die Menschen hier kennen Sieber und seine Theorien. Sie sind der liebenswerteste Mensch auf der Welt. Sein Roma-Problem möchte Jiří Sieber genau hier auf dieser Wiese aus der Welt schaffen und ein gutes Geschäft machen. Mit einer, nennen wir es mal, Umsiedlung. Nach der Planung soll das dort gebaut werden, in diesem Bereich, da, wo jetzt der Rasen ist. Dort irgendwo. Schau mal, ich würde jetzt lieber wegfahren, weil das hier gefährlich wird. Die Wut vieler Roma auf Sieber hat so einige Gründe. Der größte Dieb der Stadt. Ich habe ihnen die Miete gezahlt. Da haben sie mich aber beklaut, was? Dreht das nicht. Lass uns abfahren. Kommt weg. In der letzten Zeit kommen hier lauter beschissene Faschisten. Das ist ein Nazi. Verdammt, das ist ein Faschist. Du scheiß Faschist! Er ist Faschist! Du bist ein Nazi! Kommt weg! Kommt weg! Komm! Ein kleiner Eindruck von großer Wut. Denn hier in Most geht es um die unheilige Allianz von windigen Geschäften und übelstem Rassismus. Und eben um Jiří Sieber. Ja, das ist tschechisch Rassist. Das ist Zigeuner Rassist. Unterwegs im Neubauviertel von Janov, 30 Kilometer hinter der deutschen Grenze, wo das Geschäft mit der Armut boomen soll. Der Grund? Hier konnte man billig Wohnungen kaufen und diese etwa an Roma vermieten, da die sonst niemand als Mieter haben will. Weil die meisten Roma zudem Sozialmieter sind, zahlt der Staat. Das wussten die Investoren, die hier nach der Wende Wohnungen kauften und zu horrenden Preisen vermieteten. Inzwischen geht der Staat gegen den Mietwucher vor. Vielen Roma droht jetzt Obdachlosigkeit. Ahoi. Hallo. Jana, gibst du mir bitte ein paar Sachen für Janov? Kann ich da etwas mitnehmen? Ja, etwas haben wir da. Wir stellen was zusammen. Petr Globočník ist Sozialarbeiter. Er kümmert sich um die Roma in Nordböhmen. Das sind so Sachen für den Jungen aus Janov. Er hat absolut kein Geld, er hat eine Familie mit Kindern. Das soll ihm helfen, die schwierige Zeit zu überbrücken, bis er den ersten Monatslohn bekommt. Er bemüht sich, eine Arbeit zu finden. Beladen mit Lebensmitteln fährt Petr Globočník ins 50 Kilometer entfernte Janov. Das ist für mich wichtig. Ich habe die Hoffnung, dass sich dadurch etwas ändert. Dass die Leute nicht mehr stehlen müssen, nicht hungern müssen und eine Arbeit suchen können, ihre Kinder in die Schule gehen. Dass das alles ganz normal wird und sie die Chance haben, wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Die Menschen in Janov sind offen. Sie vertrauen dem Sozialarbeiter, zeigen uns sogar ihre Wohnung. Es sind prekäre Lebensbedingungen. Für das hier bezahlen wir eigentlich Miete. Die Wohnungen sind im Rohzustand. Man könnte sagen, Rohbau. Es ist nichts da.
Die Eigentümer geben uns nichts, um zu sanieren. Das heißt, wenn ich eine Wohnung auf eigene Kosten saniere, dann bezahlt mir der Vermieter nichts. Er mindert auch nicht die Miete. Das haben die hier so gemacht. Das hängt alles an einem Kabel. Das hält nichts ab. Wenn ich die Waschmaschine einschalte oder den Wasserkocher einschalte oder Milch warm mache, fliegt die Sicherung raus. Die Kakerlaken sind überall. Das ist furchtbar. Hier geht es noch einigermaßen. Menschenunwürdige Behausungen. Wie gesagt, es gibt so manchen Investor, der damit seinen Schnitt macht. Doch hier in Janov verdient jemand an den Roma, der auch politischen Profit aus der Minderheit zieht. Denn 30% der Wohnungen gehören der Firma Krushnohor. Sie ist eines der größten Immobilienunternehmen der Region. Recherche im Netz. Ganz offen wirbt die Immobilienfirma für die rechte Wählervereinigung, die Mosta für Most. Und die hat einen Plan. Roma sollen in Behelfssiedlungen ausquartiert werden. Gleich mehrere Vorstandsmitglieder von Krushnohor kandidierten für die rechte Wählervereinigung oder haben sich im zurückliegenden Kommunalwahlkampf für die Vereinigung engagiert, wie František Rüber. Durch den Bau eines Dorfes für das Gesindel lösen wir eine Reihe von Problemen. Es ist ein Dorf, in das wir die Anpassungsunwilligen verdrängen und damit aus der Stadt verbannen. Wir fahren zum Firmensitz nach Most. An der Fassade überall Werbung für die rechte Wählervereinigung. Auf Plakaten verkündet sie, wir werden ein Dorf für Gesindel bauen. Wie gesagt, gemeint sind Roma. Wir möchten mit dem Vorstandschef der Firma sprechen. Fehlanzeige. Eine Mitarbeiterin meint, er sei irgendwo auf einer politischen Veranstaltung. Wir bitten um ein Interview, bekommen eine Absage. Doch per SMS teilt man uns mit, der Geschäftspartner von Krushnohor, Jirji Sieber, werde uns empfangen. Der Herr vom Anfang unseres Films. Wer ihn besucht, braucht nach seiner Gesinnung nicht zu fragen. Und die geplanten Behelfssiedlungen? Ja, die seien doch auch im Interesse der Roma. Sie selber wollen unter sich bleiben, mit ihren Freunden, mit den Verwandten. Sie wollen also in einer Gemeinschaft, also in einem Ghetto, wie man das nennt, leben, weil es ihnen dort gut geht. Und das Ganze solle auch nicht wie ursprünglich geplant aus Containern, sondern gleich richtig aus Beton gebaut werden. Wir nennen das Dorf für das Gesindel. Diese Wohneinheiten sollen nicht aus Blech sein, sondern aus Beton. Ein großer Raum aus Beton mit Wasser, Strom und Klo. Vielleicht sind sie dort glücklich. In jedem Fall könnte die Firma damit glücklich werden. Denn wenn die Roma erstmal weg seien, meint Sieber beiläufig, dann könne man auch mit ihren jetzigen Wohnungen wieder etwas anfangen. Eine Wohnung in diesem Plattenhaus, 3 Zimmer plus Küche, natürlich ein sauberes Haus, ohne Zigeuner. Die Wohnung hat man für 500.000 Kronen verkauft. Rassismus und seine einträgliche Seite. Ein neues Geschäftsmodell? Verabredung auf der Burg Hevenin, ein Wahrzeichen von Most. Wir treffen den Politologen Jan Rubesch. Er kennt die rechte Wählervereinigung und das Unternehmen. Meiner Meinung nach ist es ein Ganzes. Das ist nicht nur illegal, sondern auch unethisch. Es ist ziemlich schwer, die innere Struktur der Firma und der politischen Partei zu durchschauen. Dabei, so der Vorwurf, macht Krushnohor nicht nur aus Rassismus ein Geschäft, sondern bedient sich seiner politischen Klientel auch, wenn es geschäftliche Probleme gibt. Hier, in einer deutlich besseren Gegend von Most, treffen wir Iveta Teuserova, Vertreterin einer Eigentümergemeinschaft. Sie stieß in Nebenkostenabrechnungen für ihr Haus auf Ungereimtheiten, begann Fragen bei der Verwaltungsfirma zu stellen, bei Krushnohor.
Gerade aus diesem Grund habe ich angefangen, nach unserem Geld zu suchen, wo es investiert wurde, wofür wir Geld ausgegeben haben. Wir bezahlen viel Geld für Reparaturrücklagen. Also ich würde das gerne jetzt hier unterbrechen. Es ist mir unangenehm, hier draußen zu drehen. Das hat Gründe, denn als sie die Unregelmäßigkeiten öffentlich machte, begann eine Hexenjagd. Iveta Toyserova wurde von Krushnohor öffentlich an den Pranger gestellt, als Roma beleidigt. Wie wirkt das auf mich? Ich schäme mich nicht für meinen ethnischen Hintergrund. Das Wort Zigeuner oder Roma beleidigt mich nicht. Ich höre solche Wörter jeden Tag. Aber wenn dieser Begriff gegen mich in diesem Kontext gerichtet ist, eine Zigeunerin lügt, stiehlt, hat einen IQ eines gurgelnden Sumpfes. Ich weiß nicht, was noch über mich geschrieben wird. Das wirkt auf mich ganz furchtbar. Iveta Toyserova lässt sich nicht einschüchtern. Inzwischen haben sie und ihre Nachbarn der Hausverwaltung Krushnohor gekündigt und Anzeige erstattet. Eine aufsässige Frau, noch dazu mit Roma-Wurzeln, zu Jirji Siebers Welt passt das nicht. Wie die aussieht, zeigt er uns hier. Hinter der Stahltür eines ausgedienten Luftschutzraums im Keller eines Mietshauses. Er sei leidenschaftlicher Sammler, erklärt er. Das Thema immer das gleiche, die Epochen unterschiedlich. Mit großem Augenmerk auf das, was 1000 Jahre wären sollte. Damit hat man Kinder schon früh an den Nationalsozialismus herangeführt. Und das ist Patronen im Remmer, Afrika. In einer anderen Ecke Schlagstöcke und Morgensterne, mit denen 2008 Neonazis in Roma-Vierteln aufmarschierten und Ausschreitungen provozierten. Auch in Janov. Zurück in den Wohnblöcken. Es ist immer wieder wie eine Heimkehr, wenn Peter Globocnik in sein Viertel kommt. Als Kind spielte er mit seinen Freunden Fußball, wuchs hier auf. Damals waren das begehrte Wohnungen. Dass nun ausgerechnet in seiner Heimat Immobilienfirmen und Rechtsradikale gemeinsam gegen Minderheiten vorgehen, bestürzt ihn. Es ist für mich eine ganz fürchterliche Vorstellung, dass man im 21. Jahrhundert die soziale Ausgrenzung durch noch mehr soziale Ausgrenzung lösen will. Mir kommt das so vor, als würde ein Geist aus der Vergangenheit aufsteigen. Faschismus und solche Ideologien, mir läuft das ganz kalt den Rücken runter. Heute benutzt man gerne das Wort anpassungsunfähig. Damit hat man die Juden bezeichnet oder Leute, die zu liquidieren sind während des Zweiten Weltkriegs. Der Geist der Vergangenheit und gute Erträge im Heute. Bevor sich Geschäftsmann Sieber wieder mit dem Zukunftsprojekt eines Roma-Ghettos befasst, zeigt er uns noch die Prunkstücke seiner kleinen Privatsammlung. Das ist ein Wikinger-Segelboot aus dem Konzentrationslager Dachau. Wie ging's schief? Das Segel ist aus menschlicher Haut. Was empfinden Sie da, wenn Sie das in den Händen halten? Was geht Ihnen da drin? Nichts. Das hat mich viel Geld gekostet. Nachtrag. Bei den Kommunalwahlen Anfang Oktober in Tschechien wurde die rechte Wählergemeinschaft, die Mostar für Most hier, drittstärkste Kraft.